Hallo zu meinem Video. Wie ihr wisst, wird ab Januar mein 365-Tage-Projekt starten. Näheres dazu werdet ihr hier irgendwo einen Link eingeblendet bekommen. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen, was ich mit diesem 365-Tage-Projekt meine. Und zu der Vorbereitung zu diesem 365-Tage-Projekt habe ich natürlich einige Literatur mir besorgt. Hier habe ich schon seit längerem ein Linux 2011 Buch, was, ich zeig's mal genau in die Kamera, ein paar hunderttausend Seiten hat wahrscheinlich, gefühlte. Ja, und es ist also kein Roman, es ist keine Bettlektüre, also es ist wirklich ja ein Buch, was man sich dann ja vorm Rechner anschauen muss und dann immer wieder auch natürlich als Nachschlagewerk. Das Gute an diesem Buch ist, wenn man es durch hat, also ich habe es auch noch nicht durch, ich habe das über ein Jahr, dieses Buch, dann weiß man so grundsätzlich sehr viel über Linux und Linux-Distributionen und hier eben Open-Source-Dinge. Die werden in diesem Buch sehr gut, also näher gebracht. Da gibt es jetzt auch eine neue Auflage. Diese Bücher sind leider nicht sehr günstig. Man muss aber sehen, dass man hier die, ja, die ganze Community damit auch ein bisschen unterstützt. 50 € kostet jetzt dieses Buch. Ich denke, dass man es auch gebraucht bekommen kann, für ein bisschen weniger Geld. So, ich nehme das alles jetzt mit meiner, ja, Microsoft Livecam auf, nur zu eurer Info. Nicht, dass ihr euch wundert, warum die Kamera sich immer wieder versucht, scharf zu stellen, wenn ich natürlich hier, ja, mich bewege. Wenn wir mal ganz kurz reinschauen, es wird eine CD mitgeliefert, da ist Linux drauf, das OpenSUSE 11.3 in 32 und 64-Bit-Version und nochmal eben ein paar zusätzliche Tools mit Schlüsseln, Keys und anderen Dingen. Und wenn man im Buch reinguckt, ist es eigentlich schön sortiert. Da fängt es an, eben mit der Entstehung von Linux und diverse andere Dinge. Also schön aufeinander gestapelt. Also kein Quereinstieg. So, ich lege dieses Buch mal auf die Seite. Jetzt geht es mal um ein weiteres dickes Buch. Und zwar, es geht um Ubuntu. Das ist so eine Art Weihnachtsgeschenk von meinen Kindern für mich gewesen. Die wissen ja auch, dass ich ein 365-Tage-Projekt hier starte. Und ja, und damit ich dieses Projekt auch bestehe, haben die mir natürlich jetzt diese Literatur geschenkt. Ja, Kostenpunkt ist 40 € und ja. Ubuntu 12.04, umfassendes Handbuch. Ich habe so die ersten, ja, knapp 100 Seiten schon gelesen. Das Buch ist wirklich, also fängt auch sehr strukturiert an, erklärt eben, was Linux ist, Linux-Distributionen, die Linux, verschiedene Linux-Arten, aber natürlich auch spezifisch Ubuntu. Das ist auch eine absolute Empfehlung, wenn ihr euch schon für eine Distribution festgelegt habt. Also wenn ihr von euch sagt, okay, mein Weg wird definitiv Ubuntu sein, dann kann ich euch das hier empfehlen. Da wird bis zum Terminal, Terminalbefehle und auch für die grafische Oberfläche alle möglichen Tipps und Praxistipps würden hier erklärt. Ich denke, dass Linux-Profis dieses Buch nicht wirklich brauchen. Es ist geeignet für Leute, die mit Linux noch nichts zu tun hatten oder eher für Leute, die eben umsteigen. Hier wird wirklich Grundwissen in hohem Niveau weitergegeben. Profis werden da und hin und wieder mal in diesem Buch vielleicht auch neue Tipps entdecken, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, so ein richtiges Profi-Linux-Buch ist es leider nicht. So. Ganz kurz eben noch dazu erwähnt. Dann lege ich das auf die Seite. Und natürlich ist es ja auch dann so, dass ich mein Wissen nicht nur mit diesen riesen Fachwälzern auf dem neuesten Stand halten kann, weil die ja einmal oder zweimal im Jahr gedruckt werden oder ich glaube maximal einmal. Und in diesem Jahr passiert ja meistens auch in der Linux-Szene relativ viel. Und dazu ergänzend hole ich mir eigentlich die Linux-Welt,
Das ist jetzt eine ältere Version, das ist jetzt die aktuelle Version, die ich in einem nächsten Video näher auf diese neue Linux-Welt eingehen werde. Das ist die 1.2013, ich weiß nicht, ob es erkennbar ist, also die aktuellste Linux-Zeitung von Linux-Welt. Hier wird auf OpenSUSE eingegangen, also auf verschiedene Distributionen, nicht nur auf Ubuntu, aber auch Ubuntu, also so ja, flächendeckend News und Neuigkeiten, ein paar Tutorials zu verschiedenen Open-Source-Programmen und ja, wie gesagt, schon Neuigkeiten. Die Zeitschriften sind sehr zu empfehlenswert, sind zwar nicht sehr günstig, die kosten, nochmal schauen, ich glaube circa fast 9 Euro oder mehr, ja 8,50 Euro kostet jetzt diese Zeitung in Deutschland. Ja, auf der CD sind dann meistens sehr viele Distributionen, also sehr viele Betriebssysteme drauf, die man sich dann nicht mühevoll aus dem Internet runterladen kann, sondern direkt von der CD aus installieren kann oder eben meistens sind es auch Live-CDs, da kann man auch mal nur ins Betriebssystem hineinschnuppern. Also auch eine Empfehlung, gerade für diejenigen, die immer noch nicht genau wissen, was für eine Distribution sie in der nächsten Zeit begleiten wird. Für die kann ich diese Zeitung auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, die geht halt auf mehrere Distributionen ein. Ja, und dann, wenn ihr dann so wie ich dann irgendwann mal sagt, okay, die nächste Zeit wird es auf jeden Fall Ubuntu sein, dann empfehle ich euch auf jeden Fall die Zeitung Ubuntu User. Die kostet auch nicht ganz wenig. Lass mal schauen, was die kostet. Ja, die kostet ca. 8 Euro, hier 7,90 Euro. Vielleicht kann man es ja noch erkennen. Diese Zeitschrift kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sie ist zwar nicht sehr, ja, besonders dick, ja, wenn man so reinguckt, aber die Information, wo da drin ist wirklich klasse. Auch auf der CD gibt es da meistens immer das brandneue Ubuntu in 32 und 64-Bit Variation und diverse andere kleine Tools. Also ich lerne auch von diesen Ubuntu-Zeitschriften auch sehr, sehr viel über Ubuntu. Kann ich euch einfach nur empfehlen. Gibt es eigentlich ja in jedem guten Bahnhof-Kiosk, werdet ihr auf jeden Fall die von mir vorgestellten Zeitschriften hier finden. Ja, dann habe ich noch, ab und zu gibt es ja von der CT mal, also Hauptthema Linux und dann auch mal eben die Welt von Windows und Mac. Also die CT ist ja eigentlich generell eine sehr, sehr gute Zeitung, müsste den einen oder anderen bekannt sein. Und auch der Preis ist, sage ich mal, hier sehr human für 3,90 Euro. Das ist jetzt, glaube ich, so eine, ja, eine Sonderausgabe oder gibt es die... die gibt es regulär sogar. Ich habe jetzt die mal einfach aus Versehen mal mitgenommen, um mal länger damit zu lesen. Also ich fand jetzt die Informationen auch sehr gut. Ist ähnlich wie die Linux-Welt. Also da geht es nicht nur um Ubuntu, da geht es allgemein um sehr viele Linux-Distributionen. So, welche Zeitschriften nehme ich noch? Dann gibt es eben noch die ganz normale Linux-Zeitung. Die kostet auch... Die ist sehr teuer, die kostet 12,80. Da ist es auch so, dass es eigentlich hier nicht nur um eine Distribution geht, sondern da geht es um mehrere Distributionen. So. Am Anfang kauft man sich, so wie ich, vielleicht eben ein bisschen mehr Zeitschriften, um dann irgendwann mal zu sagen, ja, die Zeitschriften wird es für mich sein. Also ich habe jetzt am Anfang wirklich sehr viele Zeitschriften mir erstmal gekauft. Das war eine Investition. Ich denke, die war es jetzt auch einmalig wert. Man kann sich auch viele Informationen aus dem Internet holen. Das will ich hier auch noch erwähnen. Wenn man eben diese Investitionen hier nicht machen möchte, kann man sich auch alles eigentlich aus dem Internet holen. Ich bin noch derjenige, der auch mal gerne was in der Hand hält und gerne liest. Ja, meine Zeitschrift wird definitiv die Ubuntu-User sein in der nächsten Zeit und ich werde mir auch regelmäßig die Linux holen. So, ich hoffe, das Video war hier für euch informativ. Falls ihr Fragen zu den Zeitschriften haben solltet, kann ich es euch versuchen zu beantworten. Wie gesagt, also meine Empfehlung ist Ubuntu User und die Linux Welt.
Ja, und wenn ihr anderer Ansicht seid, könnt ihr das gerne auch unter diesem Video kommentieren oder ihr habt vielleicht andere Vorschläge, dann würde ich das auch gerne lesen. So, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann.